Ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu Super Mario Maker 2. Bevor wir uns auf eure Level stürzen, möchte ich ganz kurz auf mein eigenes erstes eingehen, das mittlerweile hochgeladen worden ist. Und zwar, Name ist Slide and Ride. Das ist ein kurzes und knackiges Level, das ich die Beschreibung gegeben habe. Easy and short level, fun for the whole family. Und zwar, ich bin wirklich davon ausgegangen, dass es ein machbares Level ist. Zwar nicht, dass man sofort beim ersten Mal schafft, aber wenn man so ein bisschen realisiert, was man machen muss, denn da ist meine Sachen so wirklich eine Idee dabei, die gar nicht mal schlecht ist, dann sollte man das relativ schnell schaffen. Jedoch anhand der Abschlussrate, den Versuchen und so ein bisschen an Feedback, was ich mittlerweile bekommen habe, soll das ein überraschend schweres Level sein. Und ich bin persönlich so ein bisschen enttäuscht davon, von dem, was ich ein bisschen gesehen habe, dass Leute das nicht richtig herausfinden, nicht realisieren, was sie wirklich machen müssen. Und dementsprechend, ich würde mir gerne wünschen, wenn weitere Leute das versuchen würden oder sich einfach mal angucken, Level ID ist wie da zu sehen. Und ja, da diesbezüglich würde ich ganz gerne mal euer Feedback wissen, denn wie gesagt, ich bin von dem Level leicht angetan und nicht, weil es schwer ist, sondern weil da eine nette Idee einfach dahinter steckt. Wir gehen wieder über zu meinen Favoriten und haben hier ein Level von Nintendo Europa. Die haben das getwittert gehabt, hab denen dementsprechend gefolgt und wenn man sieht, in meiner Liste ist das ganz, ganz unten angesiedelt. Heißt also, das ist wirklich ein doch relativ, darf man mittlerweile altes sagen, aber einer auf jeden Fall der ersten Level, die so ein bisschen erstellt worden sind. Fun and Furious ist ein klassisches Level. Wir haben 22,42 als Abschlussrate mit fast 29.000 Versuchen. Das ist eine ordentliche Menge. Und interessanterweise keine Kommentare kann man hinterlassen, was nachvollziehbar ist. Dann gucken wir doch mal, was Nintendo sich dabei gedacht hat. Okay, zwei Röhren. Ich gehe mal die erste oben entlang. Hi. Man könnte da unten auf die Münzen losgehen. Mhm. So ein alternativer Weg, wo ich mir nicht sicher bin, ob man von dem hier auch hinkommt. Ah, hier sehen wir so einige Sachen, die eingesetzt werden. Oh, da oben ist ein. Oh, great. Ich hatte gedacht, dass ich das vielleicht. Oh, wow. Oh, hier wurde dann alles gedacht. Aha. Bäume, die man hochklettern kann. Und hey, wir sind zu Katzen-Mario geworden. Okay, ich knall gegen alles irgendwie gegen. Das hilft mir so überhaupt nicht. Okay. Bisher wirkt das so ein bisschen wie ein Singleplayer-Level. Sehr viele Münzen, die man einsammeln kann. So, Katzen-Mario ganz wichtig. Katzen-Mario kann Sachen hochklettern. Kann einen Angriff einsetzen, womit Gegner zerstören kann oder zum Teil auch umleiten kann. Interessant, dass da oben ist. Ein Fahrzeug. Mit den Dingern bin ich bisher noch so überhaupt nicht zurechtgekommen. Aber interessant sind sie definitiv. Wenn man sieht, man kann damit sehr viel anrichten. Fährt aber gleichzeitig auch automatisch. Und ich glaube, wenn man gegen eine Wand fährt, könnte das ein bisschen böse enden. Bisher ist es alles durchaus machbar. Und es ist ein überraschend großes Level. Hoppala. Aber das ging nochmal gut. Oh, man kann auf den drauf fahren. Also man lernt definitiv hier bei diesen speziell auch Nintendo-Leveln, sei es Singleplayer oder jetzt in diesem Level, nochmal so ein bisschen, wie gewisse Sachen wirklich funktionieren. Das war erst der Check. Okay, also hier zum Beispiel bin ich jetzt dagegen geäumelt. Also man geht nicht sofort flöten, nur wenn man dagegen äumelt. So, es riecht so ein bisschen danach als Hi. Ja, und zwar haben wir da Katzen-Bowser. Aber Katzen-Bowser stellt sich so ein bisschen zu. Wurde jetzt von dem Ding nicht zerdrückt. Unser Glück, würde ich mal behaupten. Ja, so, ein nettes Level. Aber man hat jetzt nicht so viel Herausforderung dabei gehabt, wenn man ganz ehrlich ist. Was trotzdem natürlich in Ordnung geht. 1,23.
interessant. Wüsste ich gar nicht, wofür man so viel mehr Zeit abtragen kann. Also entweder gibt es da wirklich eine clevere Route, die man eingehen kann. Aber gar nicht, wenn ich so überlege mit dem Fahrzeug, da ist man schon relativ zügig unterwegs. Nicht ganz klar, aber trotzdem gar nicht mal falsch. So, dann arbeiten wir uns mal weiter die Liste hindurch. Und zwar als nächstes haben wir einfach, denke ich mal, erneut ein Level von Dan Reichert von uns, Trapped Under Ice. Auch dieses soll sehr, sehr furchtbar sein. 24 Versuche haben es bisher nur geschafft, dieses Level abzuschließen. Yikes. Und 4 Minuten ist der Weltrekord. Also da werden wir nicht lange herumspielen. Denn diese Level, zumindest was ich so ein bisschen gesehen hatte, am Anfang sind relativ nervig. Später werden sie ein bisschen angenehmer, weil er realisiert hat, dass spaßige Level interessanter sind. Weißt du was? Bei Dan Reichert Level muss man das Ganze aktiv haben. So, ich kann da rein. What? Meine Frage ist, kann ich da irgendwie lang springen? Ich könnte versuchen, auf den drauf zu springen. Okay, also wir müssen die roten Coins sammeln. Genau, man könnte so auf die... Okay, nicht so. Aber man kann auf den drauf springen mit einem Spin-Jump. So, da ist ein Powerblock. Also, wir werden vermutlich auch irgendwas brauchen, um da hochkommen zu können. Kann ich hier unten rein? I can. Oh boy, oh boy, oh boy, oh boy, oh boy. Okay, jetzt geht's. What the hell? Den muss man mir mal erklären. Okay, gucken wir uns trotzdem mal ganz kurz weiter um. Denn ich will einfach nur mal wissen, was hier sonst noch so auf einen wartet. Wow, wow, wow. Natürlich schaffe ich es genau dann zu springen, wenn das Ding ebenfalls springt. Großes Kino. Mich interessiert zwar eigentlich schon, was in dem einen Raum... Wuppala. Wow. Was da in der einen Sache noch drin ist. Und nicht mehr synchron. Das ist natürlich übel. Aber im Endeffekt, hey, scheiß drauf. Why would you put irgendwas? Ich weiß gar nicht, warum die so schnell verschwinden. It's to activate the Yoshi. Ich sehe das Yoshi nicht mal. Ich kann da lang laufen. Without the cannons irgendwas. Without the cannons I'm... Es ist doof, dass die Dinger automatisch verschwinden. Did Dan take out the cannons? Achso, genau, hier hatte ich so ein bisschen gehört gehabt, dass er ursprünglich eine Version hatte, wo Kanonen drin waren, wo man dann irgendwie an dieses Ding einfach rankommen kann. Okay, also vielleicht mit Sprung irgendwie? Ah, nicht so. Muss also einen gescheiten Punkt finden. Okay, also da oben wartet eine Bombe auf einen, sowie ein Powerblock. Ja, da kommt man nicht so einfach ran. Vielleicht, wenn man groß ist, aber so wie ich das mir vorstelle, gibt es hier kein Großwerden. What? Okay, also ich glaube, hier brauche ich einen Yoshi. Denn das Yoshi kann nicht mit der Zunge durch diese Steine durchgehen, um an das Trampolin zu kommen. Okay, ich werde jetzt hier auch nicht mehr allzu viel Zeit mit verbringen, denn diese Level sind einfach nur dreckig, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich will jetzt eigentlich nur herausfinden, was in dem einen Ding da sich befindet.
Mal ganz bewusst in die andere Richtung gegangen. Okay, das dreht jetzt wieder um. This stupid star block is the most irgendwas irgendwas. So, wie der sich verhalten hat, gehe ich mal davon aus, dass man den nicht nehmen soll. Okay, jetzt haben wir das Ding. Okay, also ich muss den da unten lang bringen und muss dabei aufpassen, dass die, ja genau, dass die da nicht das abbekommen. Und dann ist meine Frage, und das gehe ich mal von aus, dass man den hier hinbringt und dann da hoch zu äumeln. Und dann war das eine Bombe gleichzeitig wiederum. Also vielleicht kann man die Bombe dann wiederum hier explodieren lassen. Wo ich mich dann wieder frage, ob der Powerblock ebenfalls noch was zu sagen hat. Und die Idee ist vermutlich, dass man die Powerblöcke ebenfalls dann hier wiederum braucht. Dass man die dann stapelt, um die Tür öffnen zu können. Ja, aber was dann natürlich noch so ein bisschen dahinter wartet, wie gesagt, tue ich mir jetzt nicht wirklich an. Aber ihr habt die ID gesehen, falls ihr euch da mal dran versuchen möchtet. Die Möglichkeit ist jetzt gegeben. So, ich weiß, das ist ein bisschen einfach gewesen, das jetzt hier so zu überspringen. Aber ich bleibe dabei, die Level sind in erster Linie wirklich darauf gemacht, einen zu nerven und zu ärgern. Und das ist nicht interessant. So, Psychedelic Eye Boy, holy moly, Lava Tides. Beware the rising lava, can you find the castle's hidden treasure? So, auch hier 4,04 ist nicht unbedingt viel, aber besser als bei meinem Level. Klassisch ein Thema. Mhm. So, Lava. Hier sind wir sicher. Das Zeug okay, den Knochen trocken ist es also vollkommen Wurst. Ich kann da groß werden und es sofort wieder klein werden. Great. Say what? Ist da unten dann so überhaupt sonst nichts? Ich kann mich auf die Dinger nicht mehr drauf. Okay. Vielleicht Spin Jumps. Das werden wir vielleicht gleich einfach mal hier testen von Anfang an. Ob ich mich auf die Knochen mit einem Spin Jump begeben kann. Oder ob ich jetzt hier den kleinen irgendwie ausnutzen muss, während der hier jetzt im Feuer da untergeht. Natürlich ganz großes Kino. Ach Gott, damit, ja stimmt, man kann nicht einfach in die Luft springen und dann einen Spin Jump draus machen. Soll man vielleicht mit dem sich irgendwie einmal in die Lava retten? Aber ich glaube, wenn man in die Lava fällt, ist Ende so oder so. Nope. Ich habe keine. Achso, vielleicht einfach wirklich fallen lassen? Achso, ja, okay. Ist ja dann doch einfacher als erwartet. Ach, Gott. Ja, den Fallen traue ich einfach mal. Oder auch nicht, haha. Oh, great. So, und dann muss ich da durch. Und dann was auch immer machen. Oh, great. Groß werden ist vielleicht sogar ein Fehler. Nochmal testen. Ich glaube, ich habe es aber am Anfang mit groß werden gemacht, oder? Auf jeden Fall riecht das Level auch hier schon so wieder so ein bisschen wie, haha, du musst es vorher wissen, was du machst. Ah, nee, ist machbar. Aber gerade wenn es heißt, oh, da, guck mal, feiner, geh auf diesen Block hin, um dann halt nichts damit machen zu können, ist natürlich fies. Okay, jetzt ignoriere ich den. Oh, shit. Ja, also das Level ist, muss ich ganz echt ehrlich zugeben, von Anfang an nervig. Denn da sind sehr viele Sachen dabei, wo es auf den ersten Blick nicht klar ist, was man macht, und dann opfert man sich eigentlich im Endeffekt sofort. Muss hoffen, dass wenn man dann sich da wieder hingespielt hat, dass man das dann beim nächsten Mal vielleicht hinbekommt, was
nicht garantiert ist. Und deswegen, mit dem ersten Level, was ich ja erstellt habe, habe ich natürlich auch so ein bisschen realisiert. Ha. Ist die Idee, dass ich das jetzt hier einsetzen soll, um kleiner zu werden, damit ich da durchkomme? Aber das Fiese ist, dass natürlich, man muss dann das auch mit der Lava timen. Also, ich kann das zwar so ein bisschen verstehen, aber die Lava macht das halt natürlich super nervig mit dem, was man dann eh schon als Herausforderung hat. Also da, auch schon hier wieder, will ich gar nicht mehr allzu viel mehr Zeit mit verbringen. Gut, Camp Switchmine, erneut Dan Reichert. Und 5,66 ist ein bisschen besser als das, was man bei dem anderen miterlebt hat. Rätsel Autoscrolling. Mom, I don't wanna go to camp. Okay, hier natürlich dann wieder... Es hieß ein Autoscroller, sei das, aber ich sehe kein Autoscrolling bisher. Okay, cool. Das riecht schon danach, als bräuchte ich das ganz dringend. It's bad if it gets stuck. Okay, also die Idee ist im Endeffekt... Erneut, das hat er schon in dem anderen Level da gehabt, dass man erstes deaktiviert. Okay, also die Idee ist hier, das in die andere Richtung zu schießen, damit ich die Garantie habe, das so zu bekommen. Okay. So. So, und den kann ich jetzt leider so nicht mehr mitnehmen. Ich spring mal hier rauf. Aha. So, da kann ich nicht durchspringen. Hier kann ich aber durchgehen. You can softlock here. Okay, also das Problem... Ah, das ist so etwas, was man eigentlich... Oh. Nicht unbedingt, ey. So, meine Frage ist jetzt... Was macht man in der Situation, wo man... ...jetzt hier ist, aber nicht das Ding mitgebracht hat? Oh, man kann den hier einfach wieder... ...spawnen lassen. So, wenn ich das so mache... Oh. Okay. Also das finde ich immer sehr angenehm, wenn man wirklich Räume einfach wieder verlassen kann, wieder reingehen kann. Und man kann einfach erneut versuchen. Ah, ich muss mich, glaube ich, hier selber kleiner machen. Einfach nur um... um da durchkommen zu können. Nöppala. Meine Frage ist, muss ich das Ding überhaupt haben? Beim Endeffekt müsste es das doch eigentlich tun. Oh, das ist jetzt der falsche gewesen, natürlich. Ich denke es. Da habe ich mich natürlich absichtlich gerade besiegen lassen, weil ich da nicht mehr rauskam. So, als erstes den da, dann den da. Ich bin mir nicht ganz sicher, warum ich da runterfallen sollte. Denn mit dem kann ich ja auch arbeiten. Sogar relativ gut. So, meine große Frage ist... Okay, also damit habe ich den... Hier hat man leider nicht genug Zeit, um sich einfach runteräumen zu können.
Dementsprechend gehe ich davon aus, dass man sich einfach wehtun muss. Ach, goddammit. Das Fiese ist, man muss natürlich gucken, dass das Ding, wenn das Ding dann zurückkommt, dass man dem ausweicht, aber man darf natürlich den Knopf nicht vergessen. Ach so, das geht da munter runter. Au. Au, Glück gehabt. Ein Checkpoint. Holy shit, ein Dan Record Level mit einem Checkpoint. What am I seeing? Okay, jetzt geht das munter da nach oben. Ach so, mit dem Switch kann man dann die Richtung einpassen. Und die Idee ist, dass man halt Feuer ausweichen darf. Oh boy. Nett. Wie macht man das, wenn man da dranhängt? Oh boy. Was passiert jetzt, wenn ich jetzt hier warte? Kommt das Ding wieder? Ich hoffe es. Denn sonst bin ich hier ein bisschen geschissen. Ich gehe mal nicht davon aus, dass ich das hier andersweise ohne schaffe. Selbst wenn ich versuche hier irgendwie. Nice, es kommt zurück. Okay, oben lang ist richtig lang. Mein Glück. Oh boy, oh boy. So, dann schnell nach oben klettern. Ja. Das war die halbwegs richtige Entscheidung. Hi, kleiner Mann. Okay. What? Ich war mir jetzt erst nicht so sicher, was passiert. Ich nehme es einfach mal dankend an. Rettung. Das ist eine coole Idee. Das ist eine wirklich coole Idee. Sorry, ich renne einfach durch. Da wäre vielleicht noch was gewesen, aber no. Ich wollte jetzt hier nicht am Ende auf einmal doch nochmal Dan Reichert Bullshit haben. Das war ein cooles Level. Das war ein wirklich cooles Level. Vor allem, dass man das schneller machen kann. Wo hätte man Zeit sparen können? Man vielleicht allgemein durchsprinten, nicht versuchen irgendwie noch die Vergrößerungssachen zu bekommen. Dann natürlich das Puzzle gleich beim Anfang an richtig hinbekommen. Ich denke, wenn man das dann so macht, ist das sogar in Ordnung. Okay, Psychedelic Eyeball, nächstes Level, Wizards of P County. A desert colony inhabited by a wizard acquired P power. Go check this out. Auch hier nur 9 Leute haben es bisher geschafft, oder 9 Versuche müsste man ja sagen. 3,61. Klassisch Thema. So, da liegt einer von denen. Wir müssen die also holen. Ich kann die nicht hier holen. Das ist nicht die Art von Spiel. Alles klar. So, da komme ich aktuell nicht durch. Ich muss hier warten. Interessant, der Hintergrund ist ein bisschen verwirrend. Oh Gott, damit. Oh, super. Das wäre natürlich genau dann mein zu schießen, während ich da hochspringe, um dem anderen auszuweichen. Natürlich leicht unangenehm. Das war wieder dieser typische Sprung, wo man denkt, ah, man kriegt den schon. Nur um dann volle Kanne ins Gesicht zu oppeln. Ja, das sind die besten Tode. Wenn man Sachen immer und immer wieder macht und sich dann noch einmal doof anstellt.
Deswegen auch hier, man sollte versuchen, nicht auf einmal zu schnell zu werden. Wo ich mich auch wieder frage, wie... Holy moly. So, jetzt habe ich das hier. Damit kann ich da unten lang laufen. Mhm. Die Möglichkeit dorthin. Jetzt komme ich da hoch. Oh, ich komme hier oben nochmal hin. Ach, goddammit. Der ist da mit einer ganz großen Absicht hin platziert worden. Okay. Diesmal hat das Laufband mir mehr Probleme bereitet als erwartet. Auch hier wieder, gleicher Fehler. Ein bisschen weiterlaufen. Und dann ist es alles kein Problem mehr. Ja, so zum Beispiel. Es ist auf jeden Fall hier, dass man zwar genug Zeit hat, aber dann im Endeffekt auch nur rumsteht und wartet. Ah, nicht runterblumsen. Und ich glaube, der Kollege hat nicht allzu viel. Ja, nehme ich gleich nochmal ein. Okay, wunderbar. So, bis hierhin haben wir gespielt gehabt. Oh, hi. Den Block habe ich so überhaupt nicht wahrgenommen. Als ich zum ersten Mal hier war. Also hier muss ich sagen, das ist eine ganz coole Idee. Aber gleichzeitig muss ich ganz ehrlich sagen, ich hoffe, dass das Level nicht mehr allzu viel länger ist. Denn jedes Level, das irgendwelche weiteren Herausforderungen auf einmal mit sich bringt, dann wird es natürlich immer schwerer, das auf einmal zu schaffen. Ja, hätte ich wirklich beim ersten Mal einfach Glück gehabt. Okay, das probieren wir erneut. Aha. Oh boy, what's happening here? Okay, also das ist eine Art Boss-Fight-Arena. Wo man einfach... Oh, Kamera, Kamera, holy shit. Einfach solange es geht, überleben muss. Okay, hi, bye. Oh, ich tue mir gar nicht erst an. Cool. Das war gar nicht falsch, da gerade der Boss-Raum, da meines Erachtens hatte ich sehr viel Glück gehabt, den Einsprung auf die Rakete, um an den Sachen vorbeizukommen, hat gerade so funktioniert. Gut, Hostin-Level abgeschlossen und den Totenkopf-Rock erhalten. Aber nochmal den Rikard-Level, turn it on and off. Also gehen wir noch zu guter Letzt für heute auf Hot and Cold, das andere Nintendo EU-Level, das bisher erschienen ist, ein. Ich gucke mal ganz kurz einfach sicherheitshalber. Genau, bisher waren es zwei Stück. Und zwar Hot and Cold, wir bleiben bei Super Mario 3D World. 1600 bisher nur, 23% haben es trotzdem aber weiterhin geschafft, also ungefähr auf dem gleichen Niveau wie bei der ersten Map. Ein Wüstenlevel. Alright. Wir kriegen auch hier wieder die Ehre, Katzen-Mario zu werden. Okay. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Und oh. Ja, hier ist wichtig, man kann die theoretisch alle einzeln rausholen, aber man kann es auch auf einmal machen. Super ganz großes Kino. Das war nicht die Idee. Oh, hey, hi, wo kommst du denn auf einmal her?
ebenfalls. Genau, Warjumps sind möglich. Oh, der Arme. Und dann haben wir das Typische. Das kennt man aus den normalen Spielen, dass sich der einer von denen durcharbeitet. Um so einen Weg frei zu arbeiten. Oh, Glück gehabt, Fragezeichen. Auf jeden Fall sieht man auch hier gleich von Anfang an wieder. Oha. Da sind sehr viele Wege. Bleib einfach mal hier. Denn ich komme da nicht rüber. Hoho. Wow, 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 wow. No, 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 super. Okay, also das sind nicht übel. Was gut ist, wir hatten ja jetzt hier den Speicherpunkt. Heißt also mit ein bisschen Glück vielleicht. Oh, man kann. Oh. Man kann einfach auf die raufgehen. Ha. Huh. Das ist natürlich das Fiese. Die unterschiedlichsten Spieler haben unterschiedlichste Herangehensweisen. Oh, hi. Wow. Und dementsprechend. Ich bin eigentlich gewohnt, dass man gerade auf die nicht raufstampfen kann. Oder rauflaufen sogar. Drauf mit einem Spin-Jump ging es, glaube ich, in den anderen Spielen. Jupp, das war in Ordnung. Hätte ihn vielleicht noch einen Toll geben können, aber... Whatever. Wir kommen damit zum Ende. Wir haben noch einige Level offen. Wir haben, wie man sieht, viele von weiter in Dan Reichert, viele vom Psychedelic Eyeball. Und ey, Ben Pack hat auch nochmal ein neues gemacht. Also ich denke, beim nächsten Mal... Hier haben wir noch einiges zu tun, denn natürlich grundlegend will ich immer versuchen, die zu meistern. Alles klar, dann kommen wir heute hier zum Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen und würde ganz gerne, falls ihr das Spiel habt, natürlich ganz gerne mal hier wirklich eure Meinung wissen. Vielleicht irgendwann im Laufe der Zeit werde ich einfach das Level selbst mal präsentieren, aber jetzt hier, da ich das Level noch halbwegs frisch ist, möchte ich natürlich erstmal noch nicht spoilern. Gut, wir kommen zum Ende. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann.